Alles klar, Dankeschön für die Einleitung. Ja, mein Name ist Tim Meusel, ich bin im Internet auch unter dem Namen Bastelfreak bekannt und ich wollte heute ein bisschen was erzählen über Vox Populi, die Community hinter Puppet. So, mal kurze Vorstellung. Bin 2014 als DevOps-Engineer bei der Hostero Group in Köln angefangen und wurde mittlerweile von GoDaddy aufgekauft. Mittlerweile findet man uns unter dem Namen GoDaddy EMEA, machen aber immer noch das Gleiche. Wir sind im Prinzip ein relativ großer Hoster in, ja, mittlerweile weltweit, haben diverse Hypervisor-Plattformen, verkaufen virtuelle Maschinen, Container, WordPress-Hosting, E-Mail, bla bla bla, alles was dazugehört. Und ja, Großteil davon ist mit Puppet automatisiert, was mich so ein bisschen hier in die Schiene gebracht hat. Puppet selbst benutze ich schon seit 2012, damals ursprünglich noch bei einem anderen Hoster. Und aktiv in der Community bin ich seit 2015. Aktuell Mitglied im Project Management Komitee von Vox Populi, was das genau ist, da kommen wir später nochmal drauf zu. Und in meiner Freizeit, wenn ich nicht auf irgendwelchen DevOps-Events rumturne oder arbeite, veranstalte ich selber gerne Barbecue-Events und das meistens im Umfeld von der Arch Linux Community im deutschen Sprachraum. Ja, gibt es recht viele Grillbegeisterte und so ist dann das eine zum anderen gekommen. So. Bevor wir mit dem eigentlichen Vortrag anfangen, möchte ich noch eine kurze Geschichte erzählen. Vor sehr, sehr langer Zeit, so ungefähr 2012, gab es mal so einen ganz, ganz jungen Systemadministrator. Hier gibt es mal so ein Symbolfoto davon. Kennen vielleicht auch einige aus der Ankündigung. Ist ein bisschen verstrahlt. Ich habe eine Ausbildung gemacht bei der Polizei als Fachinformatiker. Und da war das so, es gab Windows XP-Rechner. Wann das genau war, verrate ich nicht. Es ist alles ein bisschen peinlich im öffentlichen Dienst. Auf jeden Fall, da gab es fertige Rechner, die waren vorinstalliert, das war das Betriebssystem drauf mit allen Programmen, die man so brauchte. Und das war halt einfach so ein fertiges, in sich gekapseltes System. Man ist da nie in Versuchung gekommen, mal irgendwie Programme nachzuinstallieren. Den Ansatz gab es nie. Hin und wieder hat man schon mal das Gefühl gehabt, wenn man diverse Probleme debuggt hat, mit hey, ich bräuchte jetzt mal irgendwas, was ordentlich mal einen Portscan macht, ein Nmap oder sowas. Würde ich mir gerne installieren. Und das ist am Ende einfach immer daran gescheitert, dass man meistens einen Windows hatte und kein Linux. Oder dass man einen Haufen Anträge stellen müsste, das wird dann freigegeben zentral vom Innenministerium, das muss Ewigkeiten geprüft werden. Dann sind nur diverse Versionen freigegeben, ganz explizit. Und bis es dann freigegeben ist, arbeitet man da nicht mehr und grauenvoll. So, man ist da nie wirklich in Kontakt gekommen mit Open Source Software oder mit Software, die von extern kommt. So. Bin dann 2012 zu einem anderen Hoster gekommen und da gab es eine fertige Umgebung mit Puppet. Kurze Zwischenfrage, wer weiß, was Config Management ist? Oder benutzt es selber? Fast alle, okay, sehr gut. Wer von euch benutzt Puppet oder hat es mal benutzt oder weiß, wie das. Okay, auch ein Großteil, sehr gut. Okay. Erklär mal ganz kurz, was das tut. Puppet ist einmal eine Software, die ich auf meinen Servern installieren kann, die macht Automatisierung. Dummerweise gibt es auch eine Firma, die Software baut, die heißt genauso, das verwirrt manchmal ein bisschen. Und um das komplett zu machen, haben die noch eine eigene Sprache entwickelt, die heißt auch Puppet. So, deswegen, wenn man von Puppet spricht, weiß man nie, was genau man meint. Hier mal ein Beispiel von der eigenen Sprache, das sind drei recht simple Zeilen. Und mit denen kann ich halt sicherstellen, dass mir das Paket Hardtop installiert wird. Ja. Und das Tolle hierbei ist, simpler Text kann ich in Git versionieren. Ich kann dafür Tests schreiben und das Ganze funktioniert plattformunabhängig. Ich kann das auf meinem Debian ausführen, dann weiß das Teil, dass es im Hintergrund apt-get oder aptitude benutzen muss. Auf einem neueren Ubuntu weiß er nimmt apt, auf einem CentOS weiß er, dass er yum nehmen muss. Relativ simpel. Oh, und dann muss ich als Benutzer von der Software mich nicht mehr darum kümmern, welchen Paketmanager nehme ich denn, welche Option hat er denn, will ich, dass er die Standard-Config überschreibt, wenn er das Paket installiert, will ich, dass er die ignoriert, will ich, dass er den Deem in den Autostart packt, was so ein Debian-Angewohnheit ist oder will ich das eher nicht? Muss ich SE Linux ausmachen, damit es funktioniert? Und das Ganze geht auch ein bisschen komplizierter. Hier kann man das sehr schön sehen. Das sind, glaube ich, 7 Zeilen. Und damit installiere ich nicht nur ein simples Paket, damit kann ich Puppet halt dazu benutzen, mir mal einen kompletten Elasticsearch-Stack mit hochzuziehen. So, das Ding weiß, wenn es auf einem CentOS ausgeführt wird, ich möchte gerne, dass ich mein YAML-Repo einrichte. Wenn es ein Debian oder ein Ubuntu ist, richtet immer das apt-Repo dazu ein.
installiert man das Elasticsearch, macht ein paar Firewall-Anpassungen, installiert den Daemon, packt ihn in den Autostart, startet ihn auch, schaut, dass er funktioniert, erzeugt noch einen Standard-Config und erstellt auch noch irgendwelche Einträge in der Datenbank, damit das Dashboard direkt richtig funktioniert. Da merkt man, das ist nicht wesentlich mehr Text als die drei Zeilen darüber, aber ich bin halt sehr, sehr schön in der Lage, ganz, ganz große Stacks zu automatisieren. So. Bei besagtem Hoster, als ich da 2012 angefangen habe, gab es, wie gesagt, so eine Puppet-Infrastruktur, die hat einen Großteil schon gemacht. Und da war das Vorgehen immer ein bisschen anders als bei der Polizei. Es wurde immer ein minimales Linux auf einem Server installiert. Danach hat man ein- oder zweimal den Puppet-Agent ausgeführt und danach hatte ich einen fertigen Hypervisor. Dependencies sind so eine Sache, manchmal schafft man es nicht, mit einem einzelnen Durchlauf den Agent zu installieren. Die gewünschte Software zu installieren und deshalb, ja, manchmal braucht man da einfach einen zweiten Run. Die Umgebung war in der Lage, Hypervisor zu installieren, irgendwie DNS-Resolver, autoritative DNS-Server, alles, was man sich so vorstellen kann. Dadurch habe ich das schon relativ gut einen Einblick bekommen, was denn überhaupt Open-Source-Software ist. Ein Großteil der Module, die damals genutzt worden sind, hatte man aus dem Internet runtergeladen und ich wusste, irgendwo im Internet gibt es da so eine Quelle und da kann ich mir Puppet-Code runterladen und der ist dann spezifisch zugeschnitten auf Verwaltung von libvirt, Verwaltung von Postgres oder in dem Beispiel hier Verwaltung von Elasticsearch. So, habe ich dann irgendwann mal die Aufgabe gehabt, zu den ganzen Apache-Webservern, die wir damals schon hatten, wollte jemand gerne eine Nginx-Instanz haben. Ich habe gut nachgeschaut, wir haben da noch kein Modul für, aber schon mal so ein bisschen gemerkt, im Internet gibt es da irgendwas, also ein bisschen rumgesucht, festgestellt, es gibt da so die Website PuppetForge und ich kann da ganz gut nach diversen Modulen suchen und habe dann auch eins gefunden, womit halt behauptet wird, dass man so ein Nginx installieren kann. Ich meine, ja, das klingt ja alles ganz gut. Was ich da sehr interessant fand, ist, ist einmal der Name, das ist verständlich, darunter ist der Account genannt, der das Modul released hat. Da dachte ich mir, gut, die Firma heißt Puppet, der Account heißt Puppet, das wird von den gleichen Leuten kommen, ist ja super, dann gehe ich davon aus, die Software funktioniert schon. Fand ich interessant, dass die Leute da selbst noch Approve dran schreiben an ihre eigenen Software, aber gut, wenn sie das wollen, Amerikaner sind manchmal ein bisschen komisch, sollen sie machen. So, hat auch relativ viele Downloads, gute Software. So. Hat sich dann später herausgestellt, gut, das ist alles ein bisschen anders. Tatsächlich, der Account Puppet gehört zur Puppet-Community, zu Vox Populi. Wieso, weshalb, warum, weiß keiner mehr, dass wir jetzt diesen Account haben und nicht die Firma selbst. Puppet Labs released ihre Software halt unter dem Namen Puppet Labs und da steht halt auch nicht approved dran, sondern supported, aber nur, wenn sie es noch aktiv pflegen. Das ist ganz interessant, die haben auch diverse Module, da steht halt supported nicht dran. Die will man dann vielleicht nicht und vielleicht wandern die irgendwann zur Community wieder rüber und dann will man sie doch wieder benutzen. So. Hab das Nginx-Modul gefunden, hab das benutzt und bei uns auf die Infrastruktur mit draufgeschmissen und hab recht schnell festgestellt, hey, das funktioniert. Und wir waren damit relativ glücklich. Und irgendwann habe ich festgestellt, da gibt es einen Parameter, ich weiß nicht genau, was der tut. Und ich habe mir den Puppet-Code angeschaut. Ich habe zu der Zeit vielleicht ein Jahr lang Puppet gemacht und mir ist aus dem Code auch nicht ersichtlich geworden, wofür dieser Parameter jetzt da ist und irgendwie habe ich immer eine Fehlermeldung bekommen. Dokumentation war so lala, war auch nicht ersichtlich, was das Teil tut. Und dann dachte ich mir, gut, wenn jetzt irgendwer das Zeugs geschrieben hat, dann gibt es ja vielleicht im Internet nicht nur die Software zum Runterladen, sondern auch irgendwo mal einen Ansprechpartner. Und habe dann festgestellt, dass die Puppet-Community einen sehr, sehr aktiven IRC-Channel hat. Und das war sehr, sehr neu, dass man einfach Entwickler hat, da kann man hingehen und da kann man eine Frage stellen. Gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Großteil, was der Hoster sonst hatte, hat irgendwer anders aus dem Internet organisiert oder selbst geschrieben. Und bei der Polizei, das war halt Kauf, das war Enterprise, das heißt, man macht irgendwo ein Ticket auf oder ruft irgendwo an und dann kriegt man schlechte Antworten und zahlt dafür viel Geld. Und das war so der Eindruck, den ich so von Support hatte. Und dann dachte ich mir, gut, vielleicht funktioniert das bei Open Source ein bisschen anders. Ja. Bin dann in den IRC-Channel gegangen und erstmal ein bisschen geschaut, was sind hier so für Leute, was wird überhaupt für eine Sprache gesprochen.
Gut, Englisch. Dann fängt man an zu überlegen, ist ein bisschen schüchtern mit, ja, wie formuliere ich das denn und reicht denn überhaupt mein Englisch und verstehen die mich denn oder lachen die mich vielleicht aus, weil ist eine total dumme Frage, man weiß das nie. So, dann nach einiger Zeit doch mal nachgefragt und habe sehr schnell festgestellt, dass die Leute, die waren quasi begeistert davon mit, hey, da kommt jemand, der benutzt meine Software, der hat eine Frage dazu. Natürlich helfe ich dem. Und habe ich in der Form überhaupt nicht erwartet, fand ich sehr, sehr schön. Ja, und habe direkt positives Feedback bekommen, konnte mir auch relativ schnell helfen. Da dachte ich mir, alles klar, ich habe irgendwie noch 14 andere Fragen auf meinem Zettel zu anderen Problemen, haue ich die auch mal direkt raus. Und auch da konnte mir direkt geholfen werden. Und da waren auch einige Fragen bei, die überhaupt nichts mit der eigentlichen Software von der Community zu tun hatten. Aber viele Fragen, die um Puppet selber gehen oder wie skaliere ich denn meine Infrastruktur, wie verwalte ich denn intern Module, will ich die vielleicht mirroren, alles, was so dazugehört. Ja. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, dass da sehr, sehr kompetente Leute in dem Channel sind, die wirklich um die ganze Welt verteilt sind. Es sind nicht nur Amerikaner da, noch viele aus Europa, ein paar Australier. Und so hat man da tatsächlich die Möglichkeit, 24/7 Fragen zu stellen und kriegt in der Regel sehr, sehr schnell eine Antwort, weil irgendeiner ist gerade halt immer wach. Das ist sehr, sehr schön. Ich dann gemerkt habe, dass da diverse Fragen wirklich gut beantwortet werden, dachte ich mir, gut, dann bleibe ich halt mal hier drin und lese einfach nur mal regelmäßig mit und habe dadurch sehr, sehr einen guten Einblick in Puppet bekommen und habe sehr, sehr viele Dinge gelernt. Und mit der Zeit sind auch neue Leute dazugekommen und da habe ich gemerkt, hey, die haben halt genau die gleichen Fragen wie ich. Da muss ich nicht immer nur Fragen stellen, dann kann ich denen ja auch mal helfen, ist ja auch mal nett. So, und dann hat sich das immer so ein bisschen weiterentwickelt. Ja, und konnte dann relativ schnell auch neuen Leuten helfen, die da diverse Fragen hatten. Und da merkt man, das gibt einem halt auch ein positives Gefühl, ne? Stellt man jetzt eine Frage oder kann man auch eine Antwort liefern und das gefällt einem irgendwie. Und dann denkt man sich, ja, es ist alles ganz hilfreich, dann bleibe ich doch wirklich noch mal länger hier und ja, schau mal, was da alles so bringt. Das scheint ja irgendwie relativ nützlich zu sein, so in so einem Gruppenchat. Wir haben dann so. Nee, anders. In vielen Puppet-Modulen gibt es immer einen tollen Case-Switch-Block, wo man überlegt mit, hey, auf welchem Betriebssystem werde ich denn gerade ausgeführt? Ich bin auf einem Debian, alles klar, dann heißt das Paket, was ich installieren möchte, Apache 2 minus Devil. So, wenn ich mal nicht auf einem Debian bin, sondern auf einem CentOS, dann nenne das Paket, was ich installieren möchte, Apache 2 minus Dev. Tolle Eigenheit von dem Betriebssystem. Bei dem einen heißt Devil-Pakete immer minus Dev, bei dem anderen ist es immer minus Devil. Es ist sehr, sehr nervig. So. Jetzt haben wir auf der Arbeit einen proprietären Rebuild von CentOS benutzt, oder benutzen ihn immer noch. Und den kann man fragen mit, hey, bist du ein CentOS? Und dann sagt das Betriebssystem, nee, ich bin irgendwas Proprietäres, wäre so ein 1. Funktioniert kein Modul mit, geht einfach alles kaputt. So, dann habe ich ein halbes Jahr lang die Ehre gehabt, so Großteil der Module, die wir benutzen wollten, Nginx war hier die Ausnahme, einfach zu patchen. Ich habe mir den Code angeschaut, habe überlegt, na, wie funktioniert der denn, wo stellt er denn fest, welches Betriebssystem das ist und musste halt immer noch einen Else-Block mit reinbauen. Boah, es war sehr, sehr mühselig, hat aber den tollen Nebeneffekt, dass ich sehr, sehr viel Puppet-Code gesehen habe. Vieles davon war nicht so hübsch. Hin und wieder waren auch mal Goldstücke dabei und man kommt dadurch sehr, sehr gut in Kontakt mit den verschiedensten Arten von Code, verschiedene Schreibweisen, diversen Autoren. Oftmals gibt es auch wieder Rückfragen mit, hey, ich habe hier deinen Code gelesen, der sieht irgendwie komisch aus, ich bin nicht ganz sicher, was der tut. Und dadurch kommt man in einen sehr, sehr guten Austausch und man kriegt einfach einen sehr schönen Gesamteindruck mit den Möglichkeiten, die die Sprache einfach liefert. Dadurch, dass man eigentlich was sehr, sehr Banales macht, eigentlich immer nur die Case oder die Case-Switch-Anweisung zu erweitern. Das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich auch mal tiefergreifende Fragen beantworten konnte von irgendwelchen Leuten. Und ja, das lief dann alles so ganz gut, vielleicht ein Jahr lang. Und irgendwann haben die Leute, die tatsächlich die GitHub-Organisation verwalten, mal in den Channel geschrieben und haben gesagt, hey, die Anzahl der Pull-Requests steigt irgendwie, wir kriegen das nicht runter. Wir haben zu wenig Leute, die den Code reviewen. Hat denn nicht mal einer Lust? Möchte nicht mal einer Merch-Rechte haben? Wie gesagt, klar, gib her, haben ist besser als brauchen, erstmal horten.
war so halt so ein Spaß, was man halt so mal daher sagt. Ne? 2 Minuten später kommt von GitHub eine E-Mail: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben jetzt Schreibzugriff auf 90 Repositories. Als seid ihr euch da sicher? Glaubt ihr, das ist eine gute Idee? Ich nochmal nachgefragt: Ist das ein Scherz? Meint ihr das wirklich so? Ja, ja, mach du mal. Oh mein Gott. Ja. Hatte dann den Zugriff und dachte mir, es lässt das mal so liegen, beantwortest mal weiter die Fragen in dem Channel, aber Code angucken, das ist nicht gut. Da hängen ganz, ganz viele Verantwortungen dran. Leute benutzen das tatsächlich in Produktivumgebungen. Das will man nicht kaputt machen und das traut man sich dann oftmals nicht zu. So, man hat dann immer so eine Kurve mit so Selbstbewusstsein und dann kann man relativ lange gute Fragen beantworten. Das steigt dann so. Dann dachte ich, hier, du hast jetzt mehr Verantwortung. Oh mein Gott, Selbstbewusstsein geht wieder in den Keller. Das ist nicht gut, alles geht kaputt. Ja. Da ist irgendwann jemand in den Channel gekommen und hat gesagt, hier, ich habe Pull-Request aufgemacht, will sich dir mal einer angucken, der tut folgendes, bla bla bla. Gut, dann klickt man mal drauf, man kann ja mal gucken. Und tatsächlich, der Code war sehr, sehr ähnlich von dem, den ich auf der Arbeit geschrieben habe, irgendwie ein paar Wochen davor. Und dann dachte ich mir, ja, das sieht halt ähnlich aus, da weiß ich, dass der funktioniert. So, dann mergt man das halt und naja, hat sich jetzt keiner beschwert, war wohl doch nicht so schlecht. Und dann guckt man, naja, gibt es vielleicht noch weitere Pull-Requests, die so ähnlich aussehen, und dann ist das so eine Talfahrt und man irgendwann hört man nicht mehr auf und es werden immer mehr Pull-Requests, die man sich anschaut. Ja. So habe ich dann festgestellt, naja, das funktioniert eigentlich ganz gut und so schwer ist das eigentlich auch nicht und keiner reißt einen den Kopf ab, wenn man da doch mal was kaputt macht, was ein paar Mal passiert ist, nicht nur bei mir, auch bei anderen. Und es sind einfach immer Leute da, die man fragen kann. So, und da lernt man recht schnell, man sollte sich das abgewöhnen, so Alleingänge zu machen, wenn man sich unsicher ist. Einfach nachfragen, da gibt es immer nette Leute, die einem antworten. Ja. Ende 2016, Anfang 2017 war das so, dass wir gesagt haben, es wäre jetzt ganz cool, wenn wir mal irgendwie so eine Art Verein werden oder so, haben überlegt, was kann man da machen, wollen wir irgendwo einen Verein beantragen, wenn ja, in welchem Land machen wir das? Wir haben mittlerweile vielleicht 30% Amerikaner, 30% Deutsche, der Rest ist verteilt über die ganze Welt. Überlegt, in welchem Land, hin und her. Und uns überlegt, die OpenStack-Leute waren dann ein ganz cooles Modell. Die haben mal Regeln definiert, wie ein Project Management Committee aussehen sollte. Es sind halt Leute, die die Community nach außen hin repräsentieren, allerdings nicht leiten. Na? Es ist kaputt. Ah, okay. Entschuldigung. Ja, wir haben da von den OpenStack-Leuten die Guidelines übernommen und haben gesagt, wir würden gerne in die Software Freedom Conservancy mit eintreten. Das ist eine Untergruppe von der Free Software Foundation und die ist dann für uns quasi so eine Art Legal Entity in den USA und erlaubt es uns auch, Spendengelder anzunehmen, auch Spendenquittungen auszustellen, also ein Zeugs. Und dafür war eine Anforderung, wir müssen irgendwie 5 Leute wählen, die nach außen hin die Community repräsentieren. Haben wir 2017 gemacht. Irgendwer meinte, das ist eine gute Idee, mich da reinzuvoten, und seitdem hänge ich da irgendwie mit drin und tingle so auf diversen Konferenzen hin und her. Und das Highlight war dann wie Oktober 2017, wo dann halt auch Puppet Labs oder jetzt Puppet auf uns zugekommen ist, hat gefragt, hey, das ist irgendwie ganz cool, was ihr macht, wir arbeiten eigentlich auch ganz eng zusammen und wollt ihr denn nicht mal einen Vortrag halten bei uns auf der PuppetConf? Und dann erzählt vor ein paar 100 Leuten, was wir eigentlich alle so machen, war dann ein sehr lustiges Erlebnis. Ja, ja, ich habe dann eigentlich ganz gut festgestellt, das war ein sehr interessanter Wandel. Ich bin irgendwie 2015 hingekommen und habe gesagt, ich habe da mal eine Frage, kann mir mal einer helfen? Und dann rutscht man da irgendwie immer mehr so rein und dann denkt man sich, das ist alles ganz cool und möchte damit halt weitermachen. Ja, und irgendwann steht man in so Räumen und hält da so Vorträge drüber. Und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ja, das war so mein Weg in der Puppet-Community. Ja. Da mir alles ganz gut gefällt, ich habe mir gedacht, es macht auch mal Sinn, dann das Wissen weiterzugeben, den Leuten zu erzählen. Das macht eigentlich Sinn, so Open-Source-Arbeit. Und gerade bei uns ist das alles relativ toll. Und deswegen würde ich jetzt mal ein bisschen darauf eingehen, wie ist überhaupt die Community strukturiert? Was machen wir eigentlich genau? Wieso, weshalb, warum gibt es uns denn? Und das Erste, wie schreibt man uns eigentlich?
Mittlerweile so, Vox Populi. Ursprünglich, wenn man mal rumgoogelt, findet man noch den Namen Puppet Community. Das war der einfallslose Name, den wir am Anfang mal hatten, vielleicht so 2012, 2013. War ein bisschen problematisch, weil Puppet tatsächlich ein eingetragener Name ist in den USA. Und ja, die Firma hat uns zwar erlaubt, dass wir den benutzen, es ist aber tricky, falls dann mal der Besitzer wechselt, können sie uns das relativ schnell wegnehmen und dachten wir uns, bevor wir das in der Nacht- und Nebelaktion machen müssen, alle Namespaces umbenennen auf GitHub, machen wir das lieber vorher relativ gesittet. Ja. Was sind denn so unsere Hauptaufgaben? Ich denke, das ist schon ein bisschen rausgekommen. Wir maintain hauptsächlich Puppet-Module, Sammlung von Puppet-Code, der spezifisch ist für die Automatisierung von bestimmten Komponenten. Aktuell ist es so, dass wir 105 Puppet-Module haben. 88 waren es im Oktober 2017, 92 waren es dieses Jahr im Januar. Also da ist ein gewisser Wachstum da, das steigt stetig. Und die meisten davon werden halt auch regelmäßig gepflegt und geupdatet und das funktioniert relativ gut. Daneben haben wir noch ungefähr 40 andere Projekte. Das sind Command-Line-Interfaces für diverses Puppet-Tooling, Erweiterung für Puppet-Linter, Frontends für die Puppet-Datenbank, diverse Automatisierungsprojekte. Und ja, das wächst halt alles so ganz gut zusammen. Ja. Was bei uns halt auch ganz wichtig ist, was hoffentlich vorhin auch schon rausgekommen ist, es ist halt ein sehr, sehr freundlicher Haufen und jeder ist halt wirklich sehr, sehr nett zueinander und hilft gerne aus. Und ja, das funktioniert wirklich gut. Und ich kenne das gerade aus anderen IRC-Channeln. Das ist halt leider nicht immer so, dass man einen netten Umgang miteinander hat. Und ja, wir sind da sehr, sehr stolz drauf. Wir haben einen Code of Conduct, der ist halt auch so Verhaltensformen definiert, was wir für sinnvoll erachten. Gerade wenn wir Leute aus sehr, sehr vielen verschiedenen Kulturkreisen haben. Es gab aber nie einen Fall, wo wir wirklich mal Leute darauf hinweisen mussten mit, hey, das war irgendwie nicht angemessen oder sowas. Das funktioniert einfach auf magische Art und Weise. Es ist sehr schön. Ja. Wir sind grundsätzlich sehr, sehr offen zu neuen Leuten, auch zu neuer Technologie. Jetzt vor kurzem kamen halt Leute an und meinten, GitHub wurde gekauft von Microsoft, alles nicht so geil. Ich fände es ja cool, wenn wir das alles mal nach GitLab mirrorn könnten. Ja, hier gerne mach. So, dann konnten sich damit Leute halt austoben. Dann gab es einen anderen, der meinte, ich habe am Wochenende in Python, wollte ich ein bisschen was rumspielen, habe einen IRC-Bot gebaut. Können wir den hier ins Channel schmeißen? Ja, sicher. So. Und viele, die brauchen einfach verschiedene Ruby-Skills für die Arbeit und haben dann angefangen, kleine Tools oder diverse Skripte für uns zu schreiben, sodass wir einfach mal über alle GitHub-Repositories drüber zu gehen und zu zählen, mit wie viele Maintainer gibt es da eigentlich oder wie viele Leute haben da Pull-Requests aufgemacht, wie viele offene Pull-Requests gibt es denn überhaupt und ja, so ist da eigentlich eine nette Sammlung an Tools und Skripten entstanden. Ja. Wir haben uns halt auf die Fahne geschrieben, dass wir nicht nur unsere eigenen Module maintainen, die wir schon haben, sondern dass wir auch grundsätzlich Module aufnehmen von anderen Leuten. Oftmals ist es so, dass Nutzer zu uns kommen und sagen, hey, ich habe hier ein Modul auf GitHub gefunden oder auf PuppetForge, das würde ich gerne benutzen. Das hat aber irgendwie seit 2 Jahren keine Updates gekriegt, hat 45 offene Pull-Requests, wollte das nicht mal forken. Oder könnte nicht mal den Maintainer anschreiben, das wäre halt irgendwie cool, wenn da mehr Liebe zukommt. Und ja, machen wir auch diverse Male ganz bekannt, das Nginx-Modul, das ist so zu uns gekommen, das ist jetzt eins der beliebtesten, die es überhaupt gibt auf der PuppetForge, oder zumindest das mit den meisten Downloadzahlen. Grafana gehört auch ganz gut dazu und ja, so wächst dann die Sammlung immer stetig. Was halt leider sehr oft vorkommt, ist, dass Leute schreiben Code, denken, ja, das ist irgendwie ganz cool, ich habe das jetzt auf meinem Arbeitslaptop gemacht, ich möchte da gerne zu Hause weitermachen, ich packe das jetzt erstmal auf GitHub und dann synke ich mir das zu Hause wieder runter. Das ist überhaupt nicht dafür gedacht, dass das irgendeiner benutzt. Und solange da keine Doku dran ist, wird es auch nie irgendeiner finden, es wird auch nie irgendwer benutzen, ist alles total super. Und dann denkt man sich, ich habe jetzt irgendwie ein halbes Jahr keine Zeit, aber in einem halben Jahr brauche ich das wieder. Schreibe ich für mich selbst mal eine Dokumentation. Ja, jetzt stellt man so eine tolle README-MD, GitHub zeigt die an, Google indexiert das. Und wenn die einigermaßen brauchbar geschrieben ist, hat man eines Morgens auf einmal 5 E-Mails von GitHub mit Hallo, irgendeiner hat Issues bei dir aufgemacht. 3 Leute haben Bugs gefunden, 2 Leute haben eine Feature-Request. Was? Wieso benutzt ihr das? Hört auf damit. Das ist nicht dafür gedacht, dass das Leute benutzen. Also außer ich vielleicht. So, und
Ja, wir haben festgestellt, sobald Code Dokumentation hat, egal wie gut oder schlecht der Code ist, die Leute werden das benutzen, sobald sie irgendwas dazu zum Lesen haben. Also wenn ihr wollt, dass niemand eure Software benutzt, schreibt keine Dokus. Ja. Aber es ist halt sehr problematisch, wenn man aus Versehen ein Open-Source-Projekt an der Backe hat, aber man ist nur ein Entwickler. Viele Leute machen sich dann selber Stress, dann denken sie, oh, hier sind schon wieder neue Feature-Requests, neue Pull-Requests, ich muss die reviewen. Gehe ich irgendwie doch nicht Fußball spielen am Wochenende, sondern schaue ich mal den Code an. Ich habe halt irgendwie Leute und für die habe ich jetzt eine Verantwortung, die wollen meine Software benutzen. So, und viele Leute machen sich da selber Stress und das ist nicht gut. Und ja, wenn wir das irgendwie mitkriegen, versuchen wir die Leute bei uns in die Community zu integrieren. Wir fragen die nach, hey, wie schaut's aus? Sollen wir das vielleicht zusammen machen? Wenn das irgendwie was mit Pappe zu tun hat, kriegen wir das schon bei uns unter einem Deckel. Ja. Wir wollen halt nicht nur uralte Module bei uns vereinen, sondern wir sind halt auch ein Kollektiv an Entwicklern. Und dadurch, dass wir mittlerweile sehr, sehr gutes Tooling entwickelt haben, um diverse Dinge zu automatisieren, skalieren wir halt relativ gut mit der Anzahl der Module, weil es einfach viele Dinge gibt, die sind bei jedem Modul gleich, es gibt immer die gleichen Workflows und ja, das lässt sich sehr, sehr gut automatisieren und das in Kombination mit der relativ hohen Anzahl an Community-Membern, die wir haben, fühlt sich da halt keiner alleine gelassen. Es gibt halt immer mal einen Ansprechpartner und das ist sehr, sehr gut. Ja, funktioniert, sind wir sehr, sehr zufrieden damit. Und das führt halt am Ende dazu, dass wir halt sicherstellen wollen, dass der Code, den wir haben, halt langfristig weiterentwickelt wird und nicht vielleicht wie Puppet Labs das manchmal macht, sagt, ja, wir hören jetzt auf. Software ist jetzt fertig oder interessiert keinen mehr, das bleibt jetzt einfach da liegen. So X1D-Modul vielleicht, falls es einer kennt, oder MongoDB. So. Was für Leute gibt es denn überhaupt? Hier geht es ein bisschen darum, wie groß eigentlich unsere Community ist. Die ältesten Zahlen, die ich gefunden habe, es waren 80 Leute in unserer GitHub-Organisation, die tatsächlich Merch-Zugriff hatten auf 99% der Rebus. Das war November 2016. Ist das ein bisschen gestiegen und mittlerweile sind wir bei 122, was sehr gut ist. Man darf halt nicht vergessen, ein Großteil der Leute machen das in ihrer Freizeit. Vielleicht mal ein, zwei Stunden in der Woche, vielleicht mal ein bisschen was am Wochenende. Lässt sich halt leider schwer vergleichen mit Leuten, die das Vollzeit machen, aber wir haben da schon einen sehr hohen Anteil an Leuten, die da mitmachen. Sind auch sehr stolz drauf. Ja. Was uns auch ganz wichtig ist, ist, wir sind nicht abhängig von der Firma Puppet Labs. Nur fünf von deren Engineers arbeiten bei uns regelmäßig mit, einfach weil es da diverse Schnittmengen gibt zwischen den Modulen, die wir gerne benutzen, die wir haben und die gerne benutzen und haben. Und ja, so kommt da eins zum anderen. Und ein Großteil der Leute sind halt auch, wie ich, irgendwie Engineers oder Administratoren, die Puppet halt im normalen Arbeitsalltag nutzen, um diverse Software zu automatisieren. So. Mir wurde mal gesagt, so wissenschaftliche Präsentationen sind gut und wissenschaftliche Präsentationen enthalten immer einen Graph. Also habe ich eine halbe Stunde versucht, mit Gnuplot sehr professionell zu malen, wie sich so die Anzahl unserer Mitglieder entwickelt. Habe dann eine halbe Stunde lang geflucht, habe Gnuplot weggeschmissen und habe das, glaube ich, in 90 Sekunden mit LibreOffice gemacht. Fast so professionell. Gnuplot, kaputte Software. Ja. Aber man sieht, es steigt halt stetig. Was ein bisschen blöd ist, die Zeitintervalle sind sehr random gewählt. Das liegt halt daran, das erfassen wir eigentlich immer nur dann, wenn jemand einen Vortrag hält. Dann schreibt man das so auf die Slides und überlegt, wer hat den letzten Vortrag gehalten, wo gibt es die Slides dazu und dann schreibt man sich da so die History raus. Und ja, dadurch haben wir halt einen sehr, sehr interessanten Verlauf. Ja. Also wenn da jemand gerne sagt, er spielt gerne mit der GitHub-API rum, er möchte vielleicht mal was mit Prometheus machen und vielleicht API scrapen oder so, wir hätten da Bedarf. Also wenn sich Leute austoben möchten, wir nehmen auch gerne Leute, die absolut nichts mit Puppet machen. Ne? Auch ein bisschen Tooling bauen. So. Und was sind es eigentlich für Leute, die bei uns Pull-Requests aufmachen? Das ist sehr interessant. Wir haben festgestellt, ein Großteil der Leute, die bei uns Patches einreichen, die können relativ guten Puppet-Code schreiben. Der funktioniert, der ist lesbar, der ist auch relativ gut strukturiert, wie man das sich halt so vorstellt.
Aber die Leute sind nicht in der Lage, ordentlich in einem Team zu arbeiten. Das ist sehr, sehr wichtig. Die erzeugen halt irgendwie eine Commit-Message und als Außenstehender kann man damit wenig anfangen, weil die in der Firma anscheinend immer nur alleine daran arbeiten und da guckt sich nie jemand deren Code an. Oder die Leute machen das halt am Wochenende für sich selbst. Und wer schaut sich schon mal seine eigenen Commit-Messages an? Das macht man auch relativ selten. So. Und dann kommt es halt dazu, des Öfteren hat man mal mehrere Pull-Requests, man mercht einen davon und alle anderen haben irgendwie Merge-Konflikte. Und die Leute wissen oftmals nicht, was ist denn ein Git-Rebase? Wie funktioniert das denn? Wir haben ja mittlerweile Templates vorbereitet in GitHub und erklären das den Leuten gerne. Wir laden die auch jedes Mal ein, hey, kommt bei uns in den IC-Channel oder Slack oder Mailingliste, sagt Bescheid, wir helfen euch gerne. Wir gehen da gerne Schritt für Schritt durch. Man kriegt es halt zusammen resolved. Dummerweise hat der GitHub irgendwann so einen Knopf mit eingefügt mit Rebase, heißt der glaube ich sogar. Und der macht halt so einen Merge-Commit. Und dann kriegt man einen tollen Web-Interface, kriegt man dann so einen Editor auf und dann frickelt man sich da so die Konflikte per Hand zurecht. Und danach ist der Code einfach nur noch kaputt. Und dazu kommt, man hat einfach so einen Merge-Commit in der History und denkt, ja, will ich den eigentlich nicht? Und ich habe doch gesagt Rebase und drück doch bitte nicht den Knopf. So, es ist ein bisschen nervig. Ja, finden wir eigentlich kontraproduktiv. Ja. Und was wir auch festgestellt haben, ist, irgendwie niemand schreibt Tests. So, möchte niemand. Jetzt muss man dazu sagen, ja, wenn ich Puppet-Code schreibe, muss ich mich mit der Puppet-DSL auskennen, schön und gut. Wenn ich jetzt Tests schreiben möchte, muss ich mir noch ein Framework anschauen. Ne? Beaker zum Beispiel, Rubocop, RSpec, sind da so die üblichen Verdächtigen. Und das ist einfach schmerzhaft. Weil, muss ich leider eingestehen, dass das Tooling ist da leider nicht so richtig gut. Und ja, es ist von vielen Leuten einfach zu viel verlangt, wenn sie sich dann irgendwie gerade in Puppet eingearbeitet haben, sind irgendwie glücklich, sie haben eine Pull-Request erstellt. Und dann zu verlangen mit, ja, schreib doch bitte nochmal Tests. Alles nicht so einfach. Und da, das sind also die Baustellen, an denen wir arbeiten und versuchen, den Leuten da zu assistieren. Tja, fanden wir sehr interessant, hätten wir am Anfang nicht so gedacht. Wir dachten, die Leute können das alles, das sind irgendwie alles Entwickler, die dabei kommen, die können nur die Puppet-DSL nicht und wir müssen ihnen erklären, wie man Puppet-Code schreibt. Und tatsächlich ist es halt genau andersrum. Ja. Was gibt es noch so? Ein Großteil der Leute, die unsere Module benutzen, laufen einfach auf uralter Infrastruktur. Das finden die meisten selbst nicht schön. Es gibt ein paar Ausnahmen, die verstehen nicht, warum das nicht gut ist, wenn man noch CentOS 5 benutzt. Aber gut. Es ist halt sehr problematisch, weil wir altes Zeugs sehr, sehr selten unterstützen. Und hier gibt es halt immer sehr, sehr lustige Kombinationen. Also zum einen hat Puppet innerhalb der verschiedenen Versionsnummer auch gerne mal die DSL geändert und es gibt auch mal Dinge, die sind halt einfach nicht mehr rückwärtskompatibel. Und da muss man sich irgendwann für eine Version entscheiden. Und wir haben halt den Standpunkt, es ist durchaus okay, in einem aktuellen Release von einem Modul von uns nur die neueste Version zu unterstützen, weil einfach niemand gezwungen ist, grundsätzlich zu updaten. Ich muss ja nicht, wenn ich eine funktionierende Puppet-Infrastruktur habe in der Firma, jedes neue Modul mitnehmen, nur weil es das halt irgendwo zum Downloaden gibt. Wenn meine Infrastruktur funktioniert, kann ich sie erstmal so stehen lassen und dann packe ich die halt an, wenn ich Probleme habe. So. Und es hat bei vielen ein bisschen gedauert, das so zu akzeptieren. Das funktioniert mittlerweile aber relativ gut. Problematisch lange Zeit war auch Puppet selbst. Der Agent ist in Ruby geschrieben, der braucht ein Ruby auf dem System. Mittlerweile in neuen Versionen ist es so, Ruby selbst ist mit drin. OpenSSL haben sie auch gewendort. Ist auch einigermaßen aktuell. Aber gerade in älteren Versionen ist es so, die brauchen einfach ein System Ruby. Und auch da unterstützen wir einfach die Version, die so ein CentOS 6 mitbringt, nicht mehr auch das Ruby 2.1, was ich in einem CentOS 7 habe. Das war upstream, end of life, bevor CentOS 7 offiziell raus war. Und dann haben wir gedacht, es tut uns leid, Red Hat, also das können wir halt nicht unterstützen. Ihr könnt das gerne monkey patchen, wie ihr wollt. Aber das ist upstream einfach de facto tot und wir können das nicht unterstützen. Wir haben da den Standpunkt, wir sind eigentlich ein Softwarehersteller. Wir liefern Software an unsere Kunden, an unsere Benutzer und die haben einfach den Anspruch, dass das funktioniert und dass das auch sicher ist. Und das können wir einfach nicht gewährleisten, wenn wir einfach immer noch kompatibel sind oder wenn wir offiziell Dependencies unterstützen, die upstream einfach alle komplett tot sind.
Und deswegen machen wir das nicht mehr. Das gibt relativ viele Schmerzen. Am Anfang, mittlerweile nicht mehr. Aber hin und wieder gibt es halt immer noch User, die sagen mit, oh, ich wollte ja ein Modul nur nutzen und ich kriege da so komische Fehler. Ja, es liegt halt irgendwie an deinem CentOS 5. Möchtest du den nicht mal updaten? Wir helfen dir da gerne, kommst in unseren Channel. Wir kennen uns auch mit so ziemlich jeder Software aus, die ihr so automatisiert. Das kriegt man alles hin, aber bitte update deine uralte Plattform. Oh, die meisten machen das. Einige sagen das zumindest. Alles sehr, sehr traurig in der IT. Und ich denke, es hat nichts mit Pappe zu tun. Das gibt es halt leider wirklich in jedem Softwareumfeld. So. Mal ein bisschen zur Motivation. Warum wurde ursprünglich eigentlich diese Community gegründet? Ja. Ein bisschen davon hatten wir schon erzählt. Wir haben halt festgestellt, es ist sehr, sehr aufwendig, ein Puppet-Modul alleine zu pflegen oder generell Open Source alleine. Die Anforderungen ändern sich regelmäßig. Es gibt immer wieder neue Benutzer, die das Zeugs benutzen wollen. Und gerade so eine Testmatrix zu erstellen, mit welcher Puppet-Version teste ich denn versus welche Ruby-Version. Und die ganzen Test-Frameworks, die brauchen alle Gems und die Gem-Versionen sind abhängig von der Ruby-Version. Aber ich möchte eine Mindestversion haben, damit mein Zeugs funktioniert. Und da wird man sehr schnell sehr bescheuert im Kopf. Und die meisten sind da sehr, sehr dankbar, wenn sich irgendwer anders darum kümmert. Und das ist bei uns alles sehr, sehr gut verteilt. Und man setzt sich halt einmal hin und definiert das. Und das ist halt was, das ist halt bei uns einheitlich auf allen Modulen verteilt. Und allein das nimmt einem sehr, sehr viel Arbeit ab. Das jeder auch dankbar, der neu dazukommt, der sein Modul zu uns contributet und ja, es funktioniert sehr, sehr gut. Ja, wie gesagt, Tests schreiben ist auch relativ schwer, machen die meisten nicht, können sie nicht. Und ja, RuboCorp steht mit Absicht doppelt drauf, weil es ist einfach schmerzhaft. Das ist ein Linter für eigentlich Ruby. Es gibt Teile in Puppet, so Types und Providers, die sind oftmals im nackten Ruby geschrieben und RuboCorp ist da sehr, sehr pingelig. Man kann da sehr, sehr viele Schmerzen haben. Und ja, wenn man da einfach Ansprechpartner hat und weiß, wie muss ich denn jetzt meinen Code formatieren, damit das Scheißteil endlich mal Ruhe gibt, das wird immer dankend angenommen. Ich muss für draußen kurz gehabt, das MongoDB-Modul, als wir RuboCorp das erste Mal laufen hatten, hat, glaube ich, 1800 Violations gefunden. Und das dauert dann halt ein Stück, die Codebasis einheitlich zu machen. Wir haben auch lange überlegt, mit will ich eigentlich so einen strikten Linter haben, weil es bringt einfach einen Haufen Arbeit mit. Aber wir haben festgestellt, es bringt einen großen Vorteil mit, wenn die Codebasis so einheitlich ist, wie es nur eben geht, über die ganzen Module verteilt. Und das geht halt leider nur, wenn ich einen sehr, sehr strikten Linter habe. Ja, aber es macht es einfach allen wesentlich einfacher, auch mal kurz in fremden Code mit reinzuschauen, weil der halt immer einigermaßen einheitlich ist oder die gleichen Programmierstile hat. So, ich komme mal ein bisschen kurz zu dem Tooling, das wir so entwickelt haben. Eins davon, was relativ bekannt ist und auch am meisten genutzt wird, ist unser Module-Sync. Ursprünglich haben das ein paar Mitglieder von uns und ein paar Angestellte von Puppet Labs entwickelt, auch damals unter deren Namespace, das ist schon relativ alt, vielleicht 2012, 2013. Und der Ansatz ist hier, ich habe eine Art Meta-Repository oder einen Template-Repository und eine Config dazu und das Module-Sync geht einfach her und schaut, naja, ich habe 105 Module, die gibt es in der folgenden GitHub-URLs und ich habe hier mein Template-Modul und kopiert sich einfach diverse Templates in die einzelnen Module mit rein. Bestes Beispiel dafür ist Rake-File, das Gem-File, Travis-Config, RuboCop-Config. Alles, was so dazugehört. Und ja, es nimmt einem sehr, sehr viel Arbeit ab. Das war am Anfang richtig, richtig schmerzhaft. Weil man halt regelmäßig neue Module dazugekommen hat, die einfach null Configs hatten für irgendwelche Tests, gerade auch für RuboCop. Und da sind die einzelnen Module-Sync-Runs, die wir gemacht haben, sind immer auf die Fresse gefallen. Die sind nie alle komplett durchgelaufen. Das funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut. Es war langer und steiniger Weg dahin. Und auch hier haben wir irgendwie Contributions bekommen von Leuten, die eigentlich nichts oder sehr, sehr wenig mit uns zu tun haben. Und seit neuestem kann ich mit einem einzelnen Module-Sync-Run halt nicht nur einen neuen Branch erstellen und den zu GitHub hinpushen, sondern ich kann über die GitHub-API auch direkt einen Pull-Request aufmachen. Ich kann da noch ein Label mit dran setzen. Und in der Theorie könnten wir die Pull-Requests auch alle automatisch mergen. Überlegen wir noch, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Ist immer noch so ein bisschen für und wieder. Ist halt
doch ein bisschen blöd, wenn man 155 Module oder 105 Puppet-Module gleichzeitig kaputt macht. Will man vielleicht nicht oder erst, wenn man auch Tooling hat, um Commits zu reverten. Und was uns ganz wichtig ist, dass unsere rechte Politik, die ist halt sehr, sehr offen und überhaupt nicht restriktiv. Wirklich jeder von unseren Mitgliedern kann die einzelnen Pull-Requests in jedem Modul mergen. Es gibt, glaube ich, niemanden, der Rechte auf nur ein oder auf wenige Puppet-Module hat. Und wirklich jedes Mitglied bei uns kann auf jedem Modul rummergen. Auch die Leute, die irgendwie gesagt haben, hier, ich habe ein spezifisches Modul und möchte das gerne mit euch zusammen entwickeln und rüber migrieren, auch die Leute bekommen dann Vollzugriff, weil einfach festgestellt haben, dass das funktioniert sehr, sehr gut, wenn man den Leuten einfach einen Vertrauensbonus gibt. Die schauen sich dann auch immer wieder mal die Pull-Requests an, wenn man Not am Mann ist, auch mal die Issues durch und die kommen dann auch in Kontakt mit anderem Code und nicht mit ihrem eigenen und ja, das läuft sehr gut. Wer von euch kennt oder benutzt Travis? Ein paar. Ja, okay, wer kennt es? Ja, es waren ein paar. Okay. Travis, Firma aus Berlin, gibt es eine kostenlose CI-Plattform von denen für Continuous Integration. Das kann ich an meinen GitHub mit dran schmeißen. Und immer wenn jemand einen Pull-Request aufmacht oder neue Commits in den in den Feature-Branch mit reinschmeißt, geht eine Notification los zu Travis und dann fängt er an, eine gewisse Testmatrix mit durchzulaufen und da füllen wir halt unsere ganzen Tests aus. Hier oben ist es mal so ein bisschen dargestellt, was wir da alles so benutzen. Ja, wir lassen aktuell, haben wir zwei Ruby-Versionen im Einsatz, um unsere normalen Unit-Tests mitlaufen zu lassen und die laufen halt dann immer gegen verschiedene Puppet-Versionen. Ja, und nimmt uns einfach sehr, sehr viel Arbeit mit. Dann sieht man direkt im Pull-Request, hat das jetzt geklappt oder nicht und kann man das den Leuten halt direkt mitteilen. Niemand ist dazu verpflichtet oder gezwungen, sich lokal irgendwie 150 Gems zu installieren. Und dann lokal die Tests mit auszuführen. Hier haben wir halt eine schön zentrale Plattform. Ja. Was wir hier ganz nett finden, Puppet Labs sponsort uns mittlerweile den Travis-Account, weil sie das selber in der Firma benutzen. Es ist so, normalerweise kann man zwei Tests parallel ausführen, glaube ich, in der kostenlosen Version oder vier. Puppet Labs selbst hat einen Premium-Account bei denen ausgehandelt. Man konnte uns nicht genau sagen, wie viele Tests man da parallel machen kann. Es ist aber so, dass wir in der Regel wesentlich mehr ausführen als Puppet Lab selbst. Und eventuell haben sie auch ein Limit, dann klauen wir denen hin und wieder die Runner. Okay, ärgerlich für die. Ja. Oh ja, da sind wir sehr, sehr glücklich mit. Und auch seitdem das gesponsert ist, läuft die ganze CI-Pipeline doch nochmal wesentlich schneller. Ja, seit wann ist es gesponsert? Wir haben uns auf den DevOps Days Berlin darüber unterhalten. Das müsste 2016 gewesen sein, im Oktober. Ich glaube, Frühjahr danach, so Anfang 2017 vielleicht, müsste das gewesen sein. Seitdem sponsern sie das. Travis selbst nutzt die Puppet Community schon seitdem ich das Zeugs kenne. Seit 2013, 2012. Ja, aber gesponsert müsste jetzt knapp 2 Jahre sein. Sind damit sehr, sehr glücklich. Ja. Travis führt nicht nur unsere Tests aus, sondern Travis erlaubt es uns auch, Module automatisch zu releasen, da gehen wir gleich noch kurz drauf ein, und auch Beaker Acceptance Tests zu machen. Ganz, ganz cooles Zeugs. Wir sind hier in der Lage, einen Docker-Container mit hochzuziehen auf Travis. In dem Docker-Container ist ein komplettes Betriebssystem mit einem eigenen Init drin, was eigentlich mehr so ein Anti-Pattern für Docker ist. Wir schmeißen danach einmal das Puppet-Modul mit rein, führen das dann einmal aus und schauen danach, ob das tatsächlich funktioniert hat. So, Beispiel bei dem Nginx-Modul. Man führt es einmal aus, man schaut, ob das geklappt hat, dann führt man das nochmal aus und schaut, hey, hat das beim zweiten Mal Änderungen gemacht? Soll eigentlich nicht so sein. Also idempotent ist ganz, ganz wichtig. Und danach kann man halt prüfen mit, hey, läuft eigentlich irgendwas auf Port 80? Läuft das auf TCP oder auf UDP? Kann ich da irgendwie auch mal eine HTTP-GET-Anfrage machen und kriege einen HTTP-200-Code zurück? Aber es funktioniert sehr, sehr gut und damit kriegen wir auch sehr, sehr eklige Test-Szenarios abgedeckt. Und was es hier uns auch ermöglicht, ist, wenn Leute oftmals Issues aufmachen und sagen, hier, ich benutze das mit folgenden 75 Parametern und irgendwie geht es kaputt, dann kann man halt den Code 1 zu 1 oftmals von denen in so einen Test reinkopieren und dann kann ich das halt reproduzieren und stelle dann fest mit, naja, das liegt vielleicht an deinem uralten CentOS oder es ist tatsächlich ein Bug bei uns, kommt auch vor.
Und ja, das macht das Testen wesentlich einfacher, seitdem das funktioniert. Ja, unser Release-Task ist ein Gem, nennt sich Vox Populi Release, gibt es auch auf Ruby-Gems. Und hier kriegen wir verschiedene Rake-Tasks zur Hand. Wir sind hier in der Lage, in einer Datei einfach die Versionsnummer hochzuzählen auf die, die wir gern hätten von dem Modul. Danach können wir uns automatisch einen Changelog generieren über die GitHub-API, die schaut uns nach, welche geschlossenen Issues und Pull-Requests gibt es. Schreibt das alles in ein tolles Markdown-File, macht einen Pull-Request auf. Und bis dahin kann das auch wieder jeder ausführen. Man muss nicht mal Mitglied in unserer Organisation sein. Also wenn jemand sagt, hey, folgendes Modul hat irgendwie schon länger kein Release gehabt, dann kann man uns auch ein bisschen die Arbeit erleichtern und man kriegt dann halt schneller ein neues Release, wenn man da schon direkt einen Pull-Request für aufmacht. Ist ganz nett. So. Und auch hier wieder, jedes Mitglied kann dann den Pull-Request mergen und danach einmal den Rake-Task ausführen. Der erstellt dann einen neuen Tag im Git-Repo, der ist GPG-signiert, pusht ihn dann einmal zu Travis hin. Nein, er pusht ihn zu GitHub hin, Travis kriegt es mit, führt noch einmal die Testmatrix aus, wenn das erfolgreich war, packt er das alles zusammen als Target-Set und schmeißt es einmal auf die PuppetForge-API hoch und dann haben wir ein neues Release. Und es ist oftmals so, wenn Leute in den Channel kommen und sagen, hey, ich hätte gerne ein neues Release von Nginx, Collecting, Grafana, was auch immer, dann schaffen wir das, je nachdem, wie umfangreich die Testmatrix ist, so in 5 bis 15 Minuten ein neues Release zu machen. Und wenn ich mir überlege, wie lange wir auf der Arbeit für interne Module oder für interne Java-Projekte brauchen, um die zu releasen, 15 Minuten ist schon richtig gut. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Das funktioniert einfach. Und es geht mittlerweile auch sehr selten kaputt oder es kriegt zumindest weniger Leute mit, wenn es kaputt geht. Ja. So. Darum herum haben wir noch weiteres Tooling gebaut. Der erste Link an das Gorgon Community Management ist von einer netten Dame, die bei Puppet Labs arbeitet. Da geht es darum, einmal GitHub-API zu scrapen nach allen Pull-Requests, nach allen Issues und das wird dann in tolle HTML-Tabellen geschmissen, die man sortieren kann nach hat irgendwie Merge-Konflikte, hat noch gar keine Labels, hat irgendwie seit 30 Tagen keine Antwort mehr gekriegt von dem originalen Autor, hat seit 30 Tagen keine Antwort mehr bekommen von der Organisation, wo das aufgemacht wurde. Also ganz, ganz nette Statistiken und dann kriegt man halt sehr einfach mit bei der großen Anzahl an Modulen, die wir haben, hey, welches sollte ich mir vielleicht als nächstes mal anschauen? So, weil auf GitHub selbst die Ansicht ist ganz nett für ein einzelnes Modul, aber wenn man eine ganze Organisation hat mit irgendwie 300 offenen Pull-Requests und weiß ich nicht wie viele 100 Issues, kriegt man auf github.com selbst einfach nicht gehandelt. Dafür ist die Webseite leider nicht gemacht. So. Das obere erzeugt HTML-Dateien, kann man sich lokal anschauen. Wenn da einer keine Lust drauf hat, gibt es den zweiten Link. Ist eine sehr ähnliche Applikation, die uns jemand gebaut hat, läuft halt auf Heroku und kann ich mir da auch alle offenen Pull-Requests anschauen. Oh, das dritte ist unser IRC-Bot. Wenn jemand auf Python steht, kann er sich den gerne anschauen, der macht relativ cooles Zeugs. Und das letzte sind nochmal so ein paar Statistiksammler, die ich irgendwann mal vor langer Zeit runtergehackt habe. Da geht es ein bisschen darum zu zählen, wie viele Contributions jemand gemacht hat, der noch nicht Mitglied bei uns ist. Weil wir dann gerne proaktiv auf die Leute zugehen und sagen, hey, hast du nicht mal Bock, bei uns mitzumachen? Das sieht irgendwie alles ganz gut aus, was du machst. So Leute muss man halt irgendwie identifizieren und einladen. Und ja, das ist halt einer der Ansätze davon. Wir haben seit einiger Zeit auch Review-Guidelines mit sehr, sehr großer Beliebtheit. Die sind sehr ausführlich. Das sind mittlerweile, glaube ich, 2 DIN A4 Seiten. Und da geht es sehr genau darum, wie sollte eigentlich der Puppet-Code strukturiert sein? Und da ist immer auch eine Begründung dabei mit, hey, warum soll das denn so sein? Und hey, gibt es vielleicht auch Ausnahmen? Oder soll das wirklich immer so gestrukturiert sein? Und das macht das Reviewen wesentlich einfacher, gerade für Leute, die neu dabei sind. Und nimmt denen so ein bisschen die Hemmschwelle. Früher war das halt viel Hörensagen im IRC-Channel. Man musste sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, bis man irgendwie mal alle Regeln mitbekommen hat und alle Best Practices. Und wir haben halt einfach mal angefangen, das Ganze zu sammeln. Und das funktioniert sehr, sehr gut und ja, mittlerweile gibt es auch Gespräche mit Puppet Labs, wo wir einfach mal überlegen, mit, hey, können wir das nicht mal vielleicht offiziell machen, wollt ihr einen Großteil davon nicht mal übernehmen. Die haben zwar auch einen Style Guide, der ist sehr ausführlich geschrieben, hat aber wenig Inhalt oder es ist sehr, sehr offen formuliert und ja, ist oft nicht so eindeutig bei dem, wie der Code jetzt tatsächlich sein soll. Auch ein cooles Feature, Puppet Strings, ist ein Ruby-Gem. Erlaubt es mir, aus Code und Inline-Dokumentation, so ähnlich wie man es bei Java kennt, mit diversen Annotations,
relativ schicke Markdown- oder HTML-Dokus zu erzeugen, die wir automatisch publishen können. Und für diverse Module haben wir das schon gemacht, für SE Linux, AutoFS und Mumble. Cassandra kann ich wirklich empfehlen, hat sehr, sehr gute Dokumentation. Die ist aktuell in einem GitHub-Repo verfügbar, irgendwie im Docs-Unterordner. Die ist noch nicht auf der Webseite gepublished, kommt hoffentlich bald noch. Und das ist halt auch eine ziemlich coole Anlaufstelle, wo wir dann Leuten sagen können, mit hey, so könnt ihr die Software benutzen. Und das sind immer sehr, sehr viele Beispiele dabei. Und wir versuchen das so langsam als Ersatz zu nehmen für die klassische README-MD, die es in einem Repository gibt. Ja, weil wir hier die Möglichkeit haben, uns viel mehr auszutoben, die einzelnen Datentypen zu erklären, wieso das jetzt so ist. Ganz, ganz viele Beispiele dabei. Und wir versuchen das regelmäßig zu erweitern, wenn Nutzer uns mitteilen mit, hey, ich benutze euer Modul so und so und das geht oder das geht halt nicht. Und schreiben das dann halt gerne mit dabei. Ja. Und auch hier, das ist gerne gesehen, wenn irgendwer Module von uns benutzt, könnt auch gerne einfach mal ein Issue aufmachen oder auf die Mailinglist schreiben und sagen, hey, wir benutzen es in folgender Art und Weise und das funktioniert. Nehmen wir mal gerne. Schmeißen einfach mit in die Dokumentation mit rein. Pull-Request ist natürlich noch netter, aber einfach so ein Hinweis reicht schon. Und ansonsten halt schreiben mit, hey, das funktioniert so und so leider nicht. So, dann kann man sich auch mal den Bug dazu anschauen. Ja. Mal ein bisschen was kurz zu dem Project Management Committee. Muss jährlich gewählt werden, das steht so in den Docs bei uns mit drin. Wir haben jetzt Anfang 2018 das zweite Mal gewählt. Eine unserer Hauptaufgaben ist halt Code of Conduct enforcen. Und es wird irgendwie in die Software Freedom Conservancy mit reinkommen. Das ist ein relativ langer Prozess. Ich hoffe, ich kann das irgendwann mal von den Slides streichen. Das steht da, glaube ich, seit anderthalb Jahren drauf. Die sind auch nicht so schnell. Das ist halt auch nur eine Organisation, die das alles mit Freiwilligen macht. Und das zieht sich alles so ein bisschen. Aber wir hoffen mal, irgendwann haben wir das geschafft. Ja. Unten gibt es nochmal eine Liste unserer Member. Ich bin der Erste, der jetzt das zweite Mal dabei ist. Ja, wenn einer Fragen zu hat, zu irgendwelchen Problemen oder merkt, er wurde irgendwie schlecht behandelt oder es gibt Probleme mit dem Code of Conduct, kann man gerne die Leute anschreiben. Gibt es alle auf Twitter, E-Mail, im Channel. Funktioniert alles. Ja. Mal eine kurze Auflistung, was ist eigentlich die Aufgabe von den Collaborators, die wir haben, also den tatsächlichen Leuten in unserer GitHub-Organisation. Grundsätzlich Pull-Request-Review, und hatten wir schon gehabt. Aber leider halt auch den Leuten regelmäßig sagen, warum irgendwie Ruby 1.8 nicht mehr so geil ist für die Infrastruktur und warum damit diverse Dinge einfach nicht mehr funktionieren. Das gleiche gilt auch für Puppet 3. Ja, und die Leute halt an die Hand nehmen und sagen, hey, Git funktioniert so und so vielleicht auch nicht. Ja. Und halt regelmäßig die Software releasen. Wir haben noch ein paar coole, paar kurze Ausschnitte aus so Daily Business, was irgendwie so Standardantworten sind, die wir regelmäßig raushauen. Was wir oft sehen ist, die Leute machen ein Issue auf und sagen, folgendes Feature XY wäre eigentlich ganz geil, Punkt. Weil erstmal nachfragen mit, hey, ja, hast du recht, kannst du da ein Patch für schreiben? Und kommt oftmals zurück, ja, eigentlich schon, stimmt, mache ich mal, gib mir mal eine Woche Zeit. Ja, geil, muss ich das nicht selber machen. So, also wenn man einfach auf die Leute zugeht und einfach mal nett fragt, denken sich viele, stimmt. Also da gibt es einfach eine gewisse Hemmschwelle bei vielen und denken sich, ich habe irgendwie Angst, ich traue mich nicht, der Code könnte irgendwie scheiße aussehen. Und wenn man da einfach mal nett nachfragt, gibt es sehr oft positives Feedback, dann kriegt man Pull-Requests und oftmals ist der Code wirklich brauchbar. Das ist leider relativ lange Standardantwort, geht es halt wieder darum, Leute, benutzt einfach keine Software, die end of life ist, das ist nicht gut für euch und das funktioniert bei uns nicht. Naja, wenn ihr Fragen habt, sagt doch gerne mal Bescheid. Und noch ein ziemlich cooler Trick, wenn man Travis benutzt, hin und wieder gibt es auch bei Travis auf der Plattform mal Probleme und einen einzelnen Job neu starten kann man nur, wenn man Administrator in der GitHub-Organisation ist. Oder man schießt den Pull-Request und macht ihn direkt wieder auf. Das funktioniert halt auch, wenn man den Pull-Request selber erstellt hat. Und somit kann halt der originale Autor halt auch nochmal die Testmatrix nochmal einmal neu lostreten, falls es bei Travis halt irgendwelche Probleme gab. Das sieht man relativ oft bei uns in den Pull-Requests. Viele Leute verwirrt das. Warum, wieso, warum schließt ihr den? Warum macht ihr den wieder auf? Was tut ihr da? Ja, somit können wir halt Travis neu starten. Ja. Tests. Hatten wir schon ein paar Mal heute Abend, ja. Oftmals funktioniert es, wenn man einfach mal nicht nachfragt mit, hey, wir benutzen irgendwie RSpec als Test-Framework für Unit-Tests und irgendwie Beaker für Acceptance-Tests. Hast du nicht mal Bock? Guckst du dir das doch mal an. Es gibt oftmals auch schon Beispiele, das ist jetzt nicht die beste Antwort.
Oftmals versuchen wir dann noch die vorhandenen Tests mit dazuzulinken mit, hey, schaut euch das doch mal an, das ist gar nicht so schwer, so und so schaut es aus. Bei Fragen sagt er Bescheid. Und doch das funktioniert mittlerweile relativ gut, dass die Leute halt anfragen, machen irgendwie nochmal einen zweiten Commit hinterher und dann hat man halt auch mal ein paar Tests. Das ist ganz nett. Ja, und es ist halt wichtig, dass man wirklich nett zu den Leuten ist, dass man die dabei ermutigt bei dem, was sie tun und auch mal irgendwie positives Feedback geben. Puppet kann mittlerweile Datentypen. Das ist nicht mehr so ein Haufen wie Python, alles ist ein Object oder PHP, alles ist irgendwas. Man kann jetzt halt ein bisschen typisiert arbeiten und wir sind halt immer froh, wenn Leute Datentypen mit einführen für neue Parameter. Das eliminiert sehr, sehr viele Fehlerquellen und das freut uns einfach. Und auch wenn wir einfach guten Code sehen, dann sind die Leute angehalten, das auch mal damit reinzuschreiben und sagen, hey, hier irgendwas hast du cool gemacht, besten Dank und so. Das hätte halt auch irgendwie schlechter aussehen können. Ja. Ja, auch so ein Klassiker ist, Leute machen wie einen Pull-Request auf, der sieht ganz gut aus, Travis zeigt irgendwie trotzdem Fehler an und dann hört man wochenlang nichts mehr von den Leuten, weil sie einfach mit der GitHub-Oberfläche nicht vertraut sind und sie wissen nicht, dass da unten was Kleines in roter Schrift ist, was bedeutet, dass die Tests halt kaputt gegangen sind. Und dann sagt man, da ist so ein Link und klick da mal drauf und da siehst du so einen Fehler. Und das hilft die Leute, das ist einfach so ein kleiner Reminder mit, hey, guck dir das doch bitte nochmal an. Ja. Und es ist sowas irgendwie deutsche Eigenschaft. Wir achten darauf, dass die Commits eine E-Mail-Adresse haben, die passen und die zu dem GitHub-Account passt. Den meisten Rebus ist das egal. Aber ja, dadurch haben wir halt einfach ein bisschen saubere History und ja. Gibt auch diverse Fälle, wo die Leute dann mal nur die privaten Adressen in dem GitHub-Repo mit eingetragen haben oder in ihrem GitHub-Account. Haben das dann aber aus Versehen heimlich auf der Arbeit gemacht, weil sie eigentlich gar nicht dürfen. Dann steht irgendwie die Arbeits-E-Mail-Adresse darin. Und so kommen halt dann viele auch auf den Trichter mit, ja, passe ich irgendwie nochmal an, eigentlich darf ich das nicht während der Arbeitszeit machen und so. Und ja, ist doch ganz hilfreich. Dokumentation updaten, vergessen auch viele, schreiben wunderbaren Code, das steht aber nirgendwo, dass der jetzt da ist. Und das ist einfach mal so ein kurzer Hinweis mit in die README ist ganz gut. Vergessen viele, es ist auch irgendwie das, was ich selber am häufigsten vergesse. Ja. Ja. Wir wollen auch schon, dass Leute regelmäßig zu uns kommen und fragen mit, ja, folgendes Modul benutze ich gerne, wollte das nicht mal migrieren. Und dann geht das Project Management Komitee halt irgendwie auf die originalen Autoren zu von dem toten Projekt und fragt, hey, wollt ihr das vielleicht mal zu uns migrieren? Wir sind so eine coole Organisation, wir sind hip, wir sind toll. Wir nutzen noch IRC, kennt das einer, kommt doch mal vorbei. So. Wir könnten in der Regel halt auch immer das Zeugs forken, aber das bringt diverse Probleme mit sich. Dann ist es nicht ganz eindeutig, wem gehört das jetzt, wer benutzt das eigentlich. Und ja, wir versuchen immer, das GitHub-Projekt in unser Namespace zu kopieren. Und wenn dann mal der originale Autor antwortet, klappt das auch relativ gut. Ja. Das Foto haben wir zugeschickt bekommen, letzten Oktober, glaube ich, relativ kurz vor der PuppetConf. Hintergrund war, ich habe im Arch-Linux-Umfeld festgestellt, Leute sind glücklich, wenn man denen Süßigkeiten schenkt. Na, wen wundert's? Und da haben wir das so ein bisschen eingeführt, mit den Leuten regelmäßig zum Geburtstag irgendwelche kleinen Goodies zu schenken. Haben gesagt, na, Puppet-Community lassen wir das lieber sein, weil hier sind jetzt alle über die ganze Welt verteilt und es wird zu teuer. So, Arch-Linux geht es noch, das sind irgendwie alles Leute, die in Deutschland wohnen und ein Österreicher, ein Schweizer. Da ist es noch überschaubar, aber sobald es dann größer wird, lassen wir das lieber. Aber nichtsdestotrotz, wir wollten irgendwie die Leistung von diversen Leuten anerkennen. Und das hier ist die Haley, die hat die 1800 Robocop-Fehler gefixt. In, glaube ich, 4 Tagen Vollzeit. Und dann haben wir denen 7,5 Kilo Süßigkeiten geschickt. Das ist nur ein Teil davon. Und ja, die waren dann relativ glücklich damit. Und ja. Wir versuchen regelmäßig zu schauen, wer macht denn wirklich sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr gute Arbeit und versuchen auf die Leute hinzuzugehen und finanzieren dann privat halt irgendwelche kleinen Amazon-Care-Pakete und schicken den Leuten mal irgendwas zu. Das funktioniert ganz gut. Oftmals kriegt man auch irgendwas Nettes zurück, das ist ganz cool. Wir haben dann als Antwort von ihr diverse Süßigkeiten von einem Asiamarkt aus den USA bekommen. Da ist Zeugs bei. Was ist das überhaupt? Sehr, sehr viele interessante Schriftarten da drauf und Logos, das ist toll. Ja, und so kommt man halt mal in Kontakt mit verschiedenen Regionen, mit Süßigkeiten aus der Welt. Das ist ganz nett. Und ja, die Leute nehmen es halt immer gerne auf. Ja. Deswegen, wenn ihr Süßigkeiten wollt, schreibt Pull Request, Review Code.
Lohnt sich. Gibt's Süßigkeiten dafür. Ja. Haben auch schon ein paar Mal festgestellt, ja, hin und wieder Puppet-Module gehen kaputt. Standard-Lib ist gutes Beispiel, wenn da mal was kaputt ist, das nutzt gefühlt jeder. Und unser IRC-Channel ist irgendwie so die Anlaufstelle. In der Regel kriegen wir das als erste Gruppe mit, dass irgendwas kaputt ist, einfach weil wir die meisten Tests ausführen und irgendwie einen Großteil der überhaupt verfügbaren Module benutzen. Ja, sind eine ganz gute Anlaufstelle. Man merkt immer ganz gut, wenn da spontan irgendwie 30 oder 40 Leute in unserem Channel joinen, irgendwo ist gerade irgendwas kaputt gegangen. Ja, immer ganz gut. Wir haben es, glaube ich, dreimal geschafft, ja, die komplette OpenStack-CI-Pipeline zu töten. Ist ganz gut. Es gab Patches auf dem Puppet-System-D-Modul. Das gehört nicht uns, das gehört einer französischen Firma. Aber der Patch kam von mir und es war eine Breaking Change. Und bei OpenStack sieht es wohl so aus: Die testen alles an Code und oftmals für wirklich jede Änderung ziehen die eine OpenStack-Umgebung hoch, machen das mit Puppet. Ziehen da Puppet System D aus dem Master Branch raus, benutzen das und bei Breaking Changes geht die CI-Pipeline bei denen halt rot. Ist alles kaputt und das haben wir, glaube ich, dreimal geschafft. Zweimal aus Versehen. Beim dritten Mal haben wir gesagt, hey, das könnte kaputt gehen, guckt euch das bitte vorher an. Das war das letzte Mal nicht so geil. Haben gesagt, nee, macht ihr mal, das wird schon gehen. Ah, es ging nicht. Okay. Ja, passiert. Ja, aber deswegen, ja, wer regelmäßig mitbekommen möchte, wenn Software kaputt geht, der IC-Channel lohnt sich. So, zum Schluss habe ich noch so ein paar Quotes vorbereitet, die bei uns mal im Channel gefallen sind. Release early, release often vom Igor, ist einer unserer Gründungsmitglieder. Viele Leute haben Angst davor, neues Release von ihrer eigenen Software zu machen, weil sie denken, oh mein Gott, dann benutzen das auf einmal neue Leute und der Code könnte kaputt sein. Ich warte lieber noch mit dem Release. Und irgendwann machen sie dann doch mal nach einem Jahr und dann ist da so viele Änderungen drin, dass keiner mehr weiß, waren das jetzt alles Major Changes? Waren das meine? Doch nur Bugfixes? Naja, ich mache irgendwie mal aus Version 3.2.0, mache ich jetzt 3.3.0 und das wird schon irgendwie gehen. Zack, alles kaputt. Das ist nicht gut. Und er war da wirklich sehr, sehr penetrant, hat die Leute regelmäßig einmal mit, hey, mach doch mal ein neues Release, mach das regelmäßig. Macht es irgendwie so oft wie geht. Man kann Software nicht zu so oft releasen. So, auch wieder mit dem Hintergedanken, nicht jeder Nutzer muss jedes Release mitnehmen. Aber es ist einfach gut, wenn man das regelmäßig hat, allein schon um zu sehen, mit, hey, welche Änderungen sind jetzt gerade drin. Und ja, Semantic Versioning versuchen wir zu beachten. Und ist das jetzt ein Bugfix-Release, irgendwie ein neues Feature oder ist da tatsächlich irgendwas drin, was bei den Leuten Probleme verursachen könnte? Was anderes von ihm, Version Numbers are cheap, use them. Auch ganz wichtig. Dann gibt es die Leute, die machen regelmäßig Releases, die trauen sich aber nicht, Breaking Changes zu mergen. Weil sie denken, naja, dann ist es ja kaputt irgendwie. Sagt, naja, jetzt kann man halt irgendwie in das Changelog mit reinschreiben und wenn man dann halt nicht eine Minor Release macht, sondern halt eine Major, ist das halt vollkommen okay. Das muss halt nur ordentlich dokumentiert sein. Aber man sollte keine Angst davor haben, Code zu mergen, wenn er gut ist, aber irgendwie eine Breaking Change mitbringt. Das muss man halt klar kommunizieren, aber man kann sich halt nicht davor verweigern. Man will ja nicht nur immer neue Feature-Releases machen. Das funktioniert irgendwann nicht. Man läuft in eine Sackgasse. Das ist ganz schlimm. Ja, und das letzte, DevOps is all about empathy vom Rob, auch einer der Mitglieder, die schon relativ lange dabei sind. Es passiert halt hin und wieder mal, dass Leute sehr, sehr eigensinnig sind und irgendwie nicht daran denken, wie sie miteinander umgehen und was vielleicht auch irgendwie was neue Releases, die sie machen, für Arbeit auslöst bei anderen Benutzern. Bei uns war das einmal so, es gibt ein Gem, das nennt sich Listen. Das macht irgendwas total Banales mit irgendwie TCP. Ich glaube, es macht irgendwie Sockets auf oder so, stellt irgendwie eine High-Level-API dafür zur Verfügung, um ja, mit Netzwerkzeugs zu arbeiten. Und das Gem hatte eine Breaking Change da drin. Das war aber nur ein Minor Release. Und das ist irgendwie die Dependency von der Dependency von der Dependency von irgendeinem Test-Framework, das wir benutzen. Und da haben wir festgestellt, wie nichts baut mehr auf Travis. Es ist einfach alles rot, keiner weiß wieso. Und dann merkt man wieder bei uns im Channel, die Anzahl der Leute da drin steigt und dann sagt, ja, OpenStack, ja, bei uns ist auch irgendwie alles tot. Puppet Labs, ja, bei uns ist auch irgendwie ist alles kaputt. Sondern debuggt man sich da so durch und
der originale Autor hat einfach nicht ganz verstanden, was eigentlich unser Problem ist, dass er einfach den kompletten CI-Stack bei ganz, ganz vielen Menschen kaputt gemacht hat, weil einfach sein Release nicht so ganz optimal war. Und er hat nicht eingesehen, dass er erspart uns sehr, sehr viel Arbeit, wenn er einfach mal kurz das Release revoken würde. Und er macht ein neues Release, aber mit einer passenden Versionsnummer. Und da ging es halt darum, macht es eigentlich Sinn, seinen eigenen Kopf mit durchzusetzen? Oder hört man vielleicht auch mal auf die User? Will man vielleicht auch mal so Kompromisse mit eingehen? Ja. Kommen wir kurz zum Abschluss. Das Tooling, was wir so gebaut haben, das funktioniert wirklich gut, das skaliert. Wir haben auch ziemlich coole Leute in der Community und wenn halt irgendwer Hilfe zu Puppet braucht oder alles, was da drumherum ist, sagt Bescheid, auch wenn sich jemand einfach nur auf einem bestimmten Gebiet auskennt. Zum Beispiel mit einer der Software, für die wir ein Modul haben. Wir nehmen da immer gerne Hilfe an, gerade so Domain-Specific Knowledge. Wenn wir da bei Nginx sind, ich kann eigentlich einen Pull-Request für das Nginx-Modul nur dann ordentlich reviewen, wenn ich mich mit Puppet auskenne, aber halt auch mit Nginx. Das ist halt bei einigen Modulen nicht immer so gegeben und wenn sich da Leute finden, die sich damit auskennen und man auf die zurückgreifen kann, ist es immer ganz gut. Ja. Leute, die helfen wollen, sagt immer Bescheid. Endlich der IC-Channel, wenn halt Leute vorbeikommen wollen, Vox Populi auf Freenode, immer gern gesehen. Slack-Channel haben wir mittlerweile auch. Ist nicht so bevorzugt, der war auf einmal da, den hat Puppet Labs für uns erstellt. Eigentlich wollten wir den gar nicht so haben. Aber die haben halt von ISC selbst wegmigriert und dachten, wir geben der Community auch mal so einen Raum. Und dann jetzt hängt man halt in beiden mit rum und ja, bevorzugt und offiziell ist halt immer noch ISC. Wenn einer Fragen hat, Mailingliste gibt es auch, voxpopuli@group.io. Das Project Management Committee kann man auch erreichen, wenn man nur mit den 5 Leuten sprechen möchte. Oder ansonsten Feedback an mich kann man auch direkt senden. Und ja, wenn einer den Vortrag haben möchte oder ähnliche, gibt es halt auch im Internet. Das war's. Dankeschön. Hat noch einer Fragen zu irgendwas davon? Ja. Dankeschön, ja. Wie ist der Name Vox Populi entstanden? Mir wurde mal gesagt, das hat im Lateinischen irgendeine Bedeutung, da schreibt man das so ähnlich. Ich hatte dummerweise keine Latein, ich kann es mir absolut nicht merken, was es im Lateinischen heißt. Es kommt aber nicht aus dem Lateinischen. Es gibt irgendwo im Pazifik gibt's eine Insel, da gibt es gefühlte 500 Leute, die sprechen eine sehr komische Sprache und aus der Sprache kommt genau der Begriff. Und der heißt eigentlich Kollektiv an Leuten, Gruppe an Leuten. So ist einfach ein Verbund an Menschen, die an dem gleichen Zeugs interessiert sind. Ja. Wie bitte? Nee, also da, wo die Sprache herkommt, wir kennen keinen von da. Leute haben irgendwie gegoogelt, haben versucht, diverse englische Namen, die ganz cool waren, in andere Sprachen zu übersetzen, damit es irgendwie cooler klingt oder außergewöhnlicher, was hier anscheinend funktioniert hat. Und irgendeiner hat dieses komische Inselvolk gefunden und deren Sprache dazu und meinte, ja, es ist gut. Und dann dachte jeder, ja, das ist bescheuert, da vote ich für, nehme ich mit. Ja, und so ist es halt entstanden. Ja. Ja, und Vox ist irgendwie auch so ein bisschen Anlehnung an irgendwie an Handpuppe oder an Fuchs und dadurch ist halt auch im Hintergrund zu sehen unsere Maskottchen entstanden, das sind so Handpuppen. Ja. Gibt es sonst noch Fragen? Ja. Ja. Ja, was habe ich mal kaputt gemacht? Da ging es konkret um das Systemd-Modul, wo ich eine Breaking Change mit eingebaut habe. Wir haben, ich glaube, irgendeinen Parameter mit rausgeschmissen und haben dafür neue diverse eingeführt. Wir haben, glaube ich, einen aufgesplittet und irgendeiner hat das Zeugs halt benutzt. Und was die OpenStack-Leute machen, ist, sie testen halt nicht nur gegen das letzte offizielle Release, was sie auf Puppet Forge runterladen können, sondern sie testen auch gegen alle Master-Branches von den Abhängigkeiten, um halt Breaking-Changes mitzubekommen, bevor sie selber halt einen Release machen, was grundsätzlich eine gute Idee ist. Das machen wir bei unseren Unit-Tests auch, so bei den Acceptance-Tests nicht. Und ja, so haben wir dann diverse Dinge mal kaputt gemacht. Anderes Beispiel war noch, einfach mal Code-Reviewed, der einfach absolut schlecht war, das muss man einfach so sagen.
Ist mir aber nicht ins Auge gefallen, weil ich selber noch relativ neu war. Ein Bekannter hat mich gefragt mit, ja, hier kannst du nicht mal kurz, ja, Merch. Kamen auch diverse Leute und sagten, hast du dir das angeschaut? Naja, so ein bisschen vielleicht. Auch nicht so gut. So macht man dann nicht mehr. Ja, guckt sich da mittlerweile doch Code mal richtig an, wenn man neu, ja, Leute benutzen das und man hat halt eine gewisse Verantwortung und man sollte das ordentlich benutzen. Weiß ich, wieso du mich für das System Geld schuldig.